Hallihallo ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier im Grünviertelland. Ich bin gerade unterwegs mit dem Nico von Langarm. Nico! Nico! Ey! Hallo! Nico, du weißt doch, bei mir gibt's auf Arbeit kein Schlafen. Kennst du doch schon viele Jahre, 20 Jahre mindestens. Wie lange bist du eigentlich schon bei mir? Du fragst mich Dinge. Du weißt doch, ich habe eigentlich immer bis um 9 Uhr geschlafen. Das war ja immer das Problem. Stimmt. Nico, pass auf. Ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Kann ich das machen? Das weiß ich nicht, ja, pass auf, ob du das kannst. Guck, pass auf, ich, nee, wir machen es anders. Ich zeig dir erstmal dein neues Zuhause. Komm mal mit. Zeig dir erstmal den Hof hier. Guck, wir haben hier schon wieder ein paar Pferde drin. Guck mal. Du weißt ja, ich hab die zwei Schimmel mitgenommen, ne? Von uns. Ja, das weiß ich noch. Ja, ja, guck mal, wie prachtvoll die aussehen. Das ist Zen. Und das ist unser Bad. Gut, ne? Die haben wir schon ziemlich gut gepflegt. So, dit wäre hier der Pferdestall erstmal soweit. Ne? Ist jetzt nicht so groß wie bei uns, ne? Ist ja klar. Aber lässt sich bestimmt ein bisschen was ausbauen. So, dann komm mal raus, mach mal Tor zu. Dann haben wir hier hinten, guck mal, da habe ich jetzt schon ein bisschen Stroh eingelagert. In der Scheune. Ist eigentlich eine schöne Scheune. Wir können auch rundrum fahren, weißt du? Hier vorne einlagern, hinten rausnehmen. Das passt. Das geht. So, und dann zeige ich dir mal das Haus. Wo dann oben natürlich auch deine Wohnung drin ist. Das komplette Dachgeschoss ist ausgebaut als einzelne Wohnung. Also einzeln. Das wird das Beste sein. Ja, glaub ich auch. Wird dir gefallen. Ey, ich muss dir was erzählen. Ich habe hier jemanden kennengelernt. Die Frau Kohl. Die Frau Kohl ist eine alte Dame, die einen riesen Hühnerhof sich über den Hals gezogen hat. Nico, das musst du dir mal überlegen, ey. So. Kick mal. Und die hat uns auch sogar schon was zu essen da gelassen. Aber ich hab sie vorhin irgendwie ein bisschen verärgert. Wieso? Was hast du wieder gemacht? Ja, du kennst mich doch. Ich bin da manchmal ein bisschen forsch. Und ich hab die Frau Kohl gefragt, mit welcher Art Kohl sie verwandt ist. Und da ist er. Die wollte mit mir ein Frühstück machen. Und dann ist er aber wieder gefahren. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr an die Strippe. Tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Tut mir schon ein bisschen leid. Marius? Ja. Weißt du, was ich sie fragen würde? Nee, warten. Ob sie Verwandtschaft zur Kohle hat? Der Kohle. Der Kohle. Ach so. Okay. Kick mal. Hier haben wir unsere kleine Werkstatt und kleine Garage. So, und hintenrum, da können wir dann mal abends, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, können wir mal ein bisschen grillen, wa? Was sagst du? Natürlich nicht so pompös wie bei uns oben, aber ich glaube, das passt. Ja, das ist das Richtige für mich, um mich zu entspannen. Ja, das glaube ich. Aber bevor wir entspannen, müssen wir erstmal ein bisschen arbeiten. Was meinst du? Aber ich habe jetzt noch einen für die Frau Kohl. Hau mal raus. Sag mal, ist die recht farbig? Nee, eigentlich nicht. Eher wie Weißkohl. Schade, sonst hätte ich gesagt, dann könnte es Kohlrabenschwarz sein.
Nico, komm mal mit. Unverändert, unser Nico. Pass mal auf. Du siehst ja da drüben den Traktor, mit dem ich reingefahren bin, ne? Ja, den sehe ich. Ja, pass auf. Wir müssen... Ach, merk mal, was essen. Hab heute den ganzen Früh noch nichts gegessen. Wir müssen unbedingt... Hast du eine Karte gekriegt? Irgendwoher? Nee, ne? Aber Marius, ich soll dir noch schöne Grüße von der Helga ausrichten. Oh, danke. Was macht denn die? Macht die ihre Arbeit richtig? Die vermisst dich. Ja, das lob ich. Ich vermisse auch manchmal ein bisschen. Aber naja, so ist es manchmal. Nico, pass auf. Hast du eine Karte da? Nee. Na, warte mal kurz. Bleib mal hier stehen. Hier. So, ups, hier. Hier, bitteschön. Mach mal die Karte auf. Da hast du doch oben im Norden unseren Hof. Dann das Flurstück 38. Ja, das kann sein. Ja, und dann hast du doch unten drunter die 37. Das ist eine Wiese. Ja. Mhm. Die Wiese ist gemäht. Die müsste das eigentlich weiß wieder. Weiß ich nicht. Naja, die Wiese ist gemäht. Die müsste eigentlich nochmal gemäht werden. Aber wir könnten das Gras, was dort liegt, einfach mal wenden, weil wir brauchen Heu, weißt du ja. Da würde ich dir mal den Auftrag geben oder die Bitte, dass du mal den Traktor dort hinten von dem Schwader befreist. Und dir mal den Zetter, also den Wender nimmst, der vorne dran hängt, und mal wenden gehst. Das wäre gut. Weil ich habe noch ein bisschen was anderes zu regeln, weißt du? Hast du das? Ja. Was denn? Ich habe hier eine Partnerschaft, also eine Geschäftspartnerschaft bin ich eingegangen. Mit dem Herrn Krone, das ist unser Nachbar. Und da wollen wir die, zeige ich dir dann auch gleich, die Kompostfabrik machen und hinter uns die Obstplantage. Muss ich dir jetzt gratulieren? Kannst du machen. Aber was viel wichtiger wäre, wenn du dich in den Traktor mal setzen würdest, bitte. Wir müssen auch, das muss ich dann noch ausmachen mit dem Herrn Krone. Wir müssen bei dem Herrn Krone noch eine Spritze holen, der Herbizidspritze. Damit wir hier auf dem Feld, hier vorne vorm Haus, also hier hausen, hier draußen, hier, das hier. Damit wir das noch spritzen können. Ja, Moment, Marius, du weißt doch, ich bin langsam. Ja, das weiß ich. Gut, geht los, okay? Okay. Danke dir, Nico, schön, dass du da bist. Ja, tschüss. Ciao. So, gut, dann würde ich sagen, wir setzen uns ins Auto. Leute, ich hab's leider nicht hingekriegt mit dem Leggy. Ist leider ein bisschen blöde, aber was will ich machen? So, ich fahre jetzt mal rüber zu der Kompostfabrik und schau mal, dass ich die irgendwie mal kaufen kann. Wenn es so leckig ist, kannst du nämlich auch nicht richtig fahren. Einfach nicht mehr mit mir quatschen. Das ist gar nicht so schön.
So, jetzt müssen wir mal kicken. Das muss hier irgendwo Sinn. Ah, hier ist es. Ich muss mal schnell umstellen hier. Hier. Herr Krone! Ja? Ich hab's gekauft! Ja, perfekt. Das ist unser. Und, ich komm mal, sind Sie bei sich am Hof jetzt? Nein, wir haben Leerpalettenballaden. Wo ist das? Ach, ganz unten wieder, ne? Ja. Das ist nicht so gut. Ich würde sagen, weil wir ja jetzt, Geschäftspartner sind, Herr Krone, ja. Ich bin Marius. Ja, Patrick, hallo. jo, dann würde ich sagen, können wir mal, ja, könnten wir eigentlich sogar mal starten. Ne? Also sobald dann, sobald du wieder oben bist, könnten wir ja zusammen mal gucken. Ja. Stroh habe ich ja genug für den Komposter. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was eingelagert. Ich muss mal gucken, wie viel. Und es kommt ja dann auch bald wieder was. Ja. Na. Genau, sehr schön, ich freue mich. Und wenn Sie wieder oben im Lande sind, dann können wir nochmal quatschen. Ja, ne? Melden. Alles klar, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. So. Jetzt war ich auch noch vorbei. So ein Müll. So, jetzt kicken wir mal hier. Oh cool. Hier ist der Herr von Hoppe. Was willst denn du? Ja, ne, ich wollte mal fragen, was los war vorhin. Sie kennen mich doch. Bin manchmal ein bisschen... Naja, Sie wissen schon. War doch nicht böse gemeint. Das hat mich sehr verletzt. Warum hat sie das verletzt? Ist doch ihr Nachname, oder nicht? Ja, das ist mein Name. Naja. Und damit macht man keine Späße. Naja, dann entschuldige ich mich. Ich kann nichts dafür, dass ich so heiß. Na, dann entschuldige ich mich aufrichtig. Mach ich mit dir ja auch nicht. Kann man jetzt so nicht sagen, aber okay. Besen mit dem Namen mache ich nicht. Ich verhohne Bibel ihren Namen nicht. Naja, ich muss das manchmal machen. Mir bleibt manchmal nichts anderes übrig, wissen Sie? Nee. Naja, das müssen Sie mir jetzt erklären. Ja, ich hab manchmal so Stimmen im Kopf, wo ich das machen muss. Wissen Sie? Die sind aber schon groß und erwachsen und können über die Stimmen im Kopf nachdenken. Naja. Hat da noch nie jemand Späße mit Ihnen getrieben? Mit mir schon oft, mit meinem Namen. Das darf man manchmal nicht so ernst sehen, wissen Sie?
Mich hat's sehr verletzt. Ich komme mit Frühstück. Weil wir uns so gut verstehen und dann... Ja, das war auch lieb, muss ich sagen. Dann bin ich jetzt der Nächste, der mal mit Frühstück kommt, okay? Ich war so enttäuscht, ich hab mich dreimal verfahren. Och, Frau Kohl. Aber doch nicht wegen mir. Doch. Ach, doch nicht wegen einem von Hoppe. Brauchen Sie doch nicht machen. Doch. Ach, Quatsch. Doch. Aber warum denn? Haben Sie da ein kleines Trauma? Mit dem Namen? Also, dass da jemand irgendwie so Späße drüber macht? Nee, aber ich habe einen Kohl geheiratet. Wie hießen Sie eigentlich früher? Wissen Sie damit gar nicht? Damit Sie jetzt wieder Späße machen können? Nee, verspreche ich. Heute nicht. Ist aber ein komischer Name, heute nicht. Heute sage ich das nicht. Ach so. Ach, kommen Sie, Frau Kohl, so schlimm wartet auch nicht jetzt. Wollen Sie mal hochkommen, wollen Sie mit mir mal ausreiten? Da kriegt man den Kopf immer gut frei. Nee, ich hab zu tun. Was haben Sie denn zu tun? Ich muss Unkraut bekämpfen und düngen. Ja, das muss ich auch. Wissen Sie überhaupt, kann ich Ihnen mal erzählen, mein Knecht ist in Grünfeld angekommen. Wer ist angekommen? Mein Knecht, mein Mitarbeiter. Sie haben einen Knecht? Ja, ein Mitarbeiter, ja. Heißt das so? Ein Pferdeknecht oder was? Ja. Ja, der hat viel mitgearbeitet bei mir auf dem Pferdehof oben in an der Nordsee, ja. Mhm. Natürlich. Und der ist jetzt bei Ihnen. Er ist jetzt da, ja. Der Nico. Nico von Langarm. Langsarm. Aha. Ja. Der hat einen schlimmeren Namen als Sie. Und glauben Sie es mir. Jetzt ist ein bisschen gut, ne? Und glauben Sie. Hä? Es ist mal wieder gut, ne? Und glauben Sie es mir, der Name, den der hat, der ist auch Programm. Warum? Langsam. Aber ist ein guter Arbeiter. Arbeitet der so langsam oder was ist da los? Naja, manchmal schon ein bisschen, ja. Mhm. Ja, kann ich mir jetzt so noch kein Bild machen? Ja, müssen Sie mal hochkommen. Da müssen Sie mal hochkommen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. So, wir haben keine Zeit, oder was? Meine Pflegereifen. Ich weiß nicht. Ach so, ihr könnt ja mal. Sehen Sie? Bin schon ganz durcheinander. Oh, das ist ja laut bei Ihnen. Entschuldigung. Ja, machen Sie nur. Sie müssen doch arbeiten. Da. Ich muss nämlich mein Mitarbeiter immer mal ein bisschen überprüfen, wissen Sie? Ja, das verstehe ich. So, da reite ich nämlich jetzt schnell mal auf die Wiese. Hm. Wo der nämlich gerade für mich arbeitet. Wenn Sie mal was zu tun haben, ne? Sagen Sie mal Bescheid. Der kann auch bei Ihnen mal was machen. Da
das klingt gut. Hm, wesig. Und sonst? Was machen Sie jetzt? Ich gehe Unkraut bekämpfen. Mhm. Sie und Unkraut bekämpfen. Was machen Sie jetzt? Ich reite jetzt gerade an meine Wiese. Hm? Und guck mal, was mein Mitarbeiter so macht. Also quasi lassen Sie jetzt den Herrn von wie hieß der? Langsam. Also lassen Sie jetzt den Langsamen arbeiten. Naja, aber das ist gut. Und Sie stehen daneben, gucken zu oder wie oder was? Mhm. Na, die Chefs, die sind mir ja am liebsten. Ja, ich muss ja andere Geschäfte noch machen. Hm. Hm. Na gut. Na da. Dann lass ich sie mal ein bisschen weitermachen, ne? War cool. Ja. Wünsche ich Ihnen auf alle Fälle erstmal noch einen angenehmen Tag. Alles klar? Danke. Oh. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, ich muss jetzt mal ganz kurz, wartet mal, ich muss mal ganz kurz hier Pause machen. Irgendwas haut heute bei mir nicht. So, geht weiter. Mal sehen, ob wir es jetzt ein bisschen gefixt haben. Nicht viel, aber ein bisschen. So, mein lieber Basti, grüß dich. Wir werden jetzt mal Folgendes tun. Ich werde jetzt mal runter zum Landhandel fahren. Also ich reite noch das Dings hier zu Ende, das Pferd, und dann muss ich mal unbedingt runter zum Landhandel. So, reiten wir noch ganz kurz hier rundherum. Ja, und ich würde aber schon mal sagen, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Seid gespannt, was jetzt hier noch kommt mit dem Nico und der Frau Kohl und allen überhaupt. Ich freue mich wahnsinnig auf die ganze Geschichte und wie das ganze Ding hier wird. Und ja, wir schauen mal, was jetzt hier kommt. Ich bin gespannt. Mal sehen. Lasst ein Däumchen da, ein kleines Abo, wenn ihr mögt. Und ansonsten sind wir erstmal raus. Tschüss und ciao.